Wir haben ausgechartert. Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Brennspiels und herzlich willkommen hier zu einem Sum-Up von Charterstone. Charterstone. Es hat sich ausgechartert nach anderthalb Jahren. Ich habe irgendwo unterwegs sogar mein Tagebuch vergessen einzutragen. Ihr könnt euch jetzt zusammenreimen, woran es lag. Ich glaube, nach Party 1, 2 und Party 3, 4 hatte ich ein Tagebuch. Ich habe es inzwischen selber verdrängt. Der erste Tagebucheintrag war von November 17, habe ich dann feststellen müssen. Das heißt, wir haben wirklich anderthalb Jahre gespielt an 12 Partien. Ist traurig. Ist wirklich traurig. Ja, aber die meisten haben wir jetzt quasi gefühlt im letzten Monat gespielt, ne? Ja, weil wir gedacht haben, jetzt wollen wir es mal durchhaben. Haben wir zwei Partien am Abend gespielt und ja, also die traurige Erkenntnis ist, spielt dieses Spiel nicht zu sechs, es sei denn, ihr habt mindestens drei Pärchen am Tisch. Ja. Oder ihr spielt es in der Familie zu sechs, weil ihr habt sonst ein Problem mit der Terminfindung. Also bei vier Pärchen, das würde auch noch gehen. Ja. Müssen wir nur gucken, wer die sechs Plätze kriegt dann, ne? Genau. Vier Pärchen und zwei gucken zu davon. Wie würdest du das Spielerlebnis beschreiben? Jetzt ohne irgendwie Inhalte zu spoilern, nur das Spielerlebnis über die Partien. Ich sag mal, ich hätte es lieber zu viert gespielt, muss ich sagen. Das war komplett unübersichtlich von meiner Seite her, wo ich gesessen habe, der Spielplan, was da überhaupt war, die Regeln, das war echt unübersichtlich, was da auch dazugekommen ist immer. Das war, bis wir das dann immer mal wieder hatten wir irgendwelche Fehler festgestellt, was wir dann falsch gespielt haben und dann, da steht es doch noch anders drin. Also das war, ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ja gut, durch den großen Spielplan, wenn man dann quasi außerhalb der einen Seite sitzt und auf der anderen Seite liegen noch Karten dran, dann steht man dann halt doch das ein oder andere Mal auf, um tatsächlich zu gucken, was liegt denn da. Man verliert aber auch, ich hatte so ein Terraforming Mars Gefühl, man verliert den Überblick, was die anderen tatsächlich haben. Wenn man selber vier, fünf Karten vor sich liegen hat, dann ist es noch übersichtlich. Wenn dann aber andere plötzlich eine Auslage vor sich ausbreiten und dadurch bekomme ich das und weil ich das mache, bekomme ich das und weil ich jetzt das bekomme, dadurch kriege ich dann noch das und durch das, was ich da eingesetzt habe, bekomme ich auch nochmal was und das triggert jetzt wieder einen Effekt und du sitzt eigentlich bloß da und denkst, ich hoffe, du bescheißt mich nicht, ich gehe mal davon aus, es stimmt. Ja, wobei, das haben die Leute schon gut im Griff gehabt, aber das ist nichtsdestotrotz, das ist natürlich dann auch das Deprimierende gewesen, man geht auf das gleiche Feld, kriegt dann nur zwei Siegpunkte, der Nächste geht da drauf und kriegt auf dem gleichen Feld dann 15 Siegpunkte und dann weiß man auch schon, wie das Spiel ausgeht, dann weiß man auch schon, dass man mit dem Ausgang des Spiels selber persönlich nichts mehr zu tun hat. Was ich ein ganz großes Manko finde, ist tatsächlich das Kartenglück. Das ist mir jetzt in den letzten zwei Partien nochmal ganz böse bewusst geworden, wenn es gibt gewisse Situationen, ich möchte jetzt tatsächlich mich ganz bewusst allgemein halten und noch nicht spoilern. Es gibt Situationen, da bekommt man Karten. Und zwar reihum gegen den Uhrzeigersinn. Nicht jeder, aber jeder, der die Möglichkeit dann hat an entsprechender Stelle. Und dann denkst du selber, okay, was liegt denn jetzt aus? Fünf Karten, ja, ich nehme jetzt die. Und dann wird eine neue Karte nachgedeckt, die um ein Vielfaches besser ist. Und dann kriegt ausgerechnet der Spieler, der sowieso schon führt, die geilen Karten. Zufällig. Glücklicherweise. Und dann ist es dann irgendwo nochmal so zusätzlich frustrierend. Macht dem Motto, ich nehme jetzt das kleinste Übel, mir bringt keiner was und der andere kriegt die geile Karte. Ist ein Faktor, was es jetzt nicht unbedingt besser gemacht hat. Die Tatsache, dass wir anderthalb Jahre gespielt haben. So rein vom Spielgefühl, vom Erlebnis war es eigentlich so, es fing ganz leicht an. Ich fand, es hat über die ersten drei, vier Partien auch eine schöne Steigerung gehabt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann kam so ein Zeitraum, wo ich sage, es war ganz nett. Und irgendwo der Schluss war, die letzten drei Partien war irgendwo nur noch ein, ja, wir wollen es jetzt rumkriegen. Ja,
Und gerade wenn man auch das Endergebnis dann zurate zieht, ich werde ganz am Ende des Videos hergehen, dass ihr wirklich nicht gespoilert werdet, werde das Ganze mit ein bisschen Musik unterlegen und werde euch Bilder einblenden, auch Bilder vom Spielbrett am Schluss, vom Material am Schluss, von unseren Chartertruhen etc. Ich werde euch da wirklich bewusst Material einblenden, das ihr aber wegschalten könnt an dieser Stelle. Das heißt, ihr seht auch, wer bei uns gewonnen hat, in welcher Reihenfolge, und wir können ja so viel sagen, es war keine Überraschung, dass Jochen gewonnen hat, eigentlich schon ab der Mitte des Spiels. Wenn dann jemand auf seiner Charterbox irgendwo den fünften Sieg vermerkt, dann ist es klar, dass der Rest nichts mehr mit dem Sieg zu tun hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder das gleiche Gefühl wie Dennis, der jetzt hier im Off sitzt und uns zuhört. Ich bin wirklich da. Ich hatte dieses Gefühl am Schluss, ich bin Zweiter geworden und wusste nicht, warum. Es hat sich nicht wie ein zweiter Platz angefühlt. Es war so, ja, unbefriedigend. Ja, obwohl es 100 Punkte Vorsprung vor dem Dritten waren, was ich so überhaupt nicht erwartet habe. Natürlich könnte ich mich jetzt glücklich schätzen und mich selber feiern, aber es fühlt sich nicht gut an. Und die letzte Partie war für mich wirklich so ein, lass es bitte rumgehen. Bitte lass es einfach um. Es war furchtbar. Ich fand die letzte Partie einfach grausam. Vielleicht lag es auch daran, dass ich ein Gebäude hatte, was ich entsprechend anderweitig verwenden wollte, als es andere taten, und das Gebäude war dauerhaft besetzt. Und das war so, und der einzige Nutznießer davon war im Prinzip, oder hauptsächlich Dan, der das Gebäude genutzt hat, als gäbe es keinen Morgen, und bewusst darauf geachtet hat, mich da an dieser Stelle aus dem Spiel zu nehmen. Gut, hätte ich vielleicht andersrum genauso gemacht. Aber das war dann halt zusätzlich irgendwo nochmal so ein Frustelement, aber ist halt so. Du hast es ja auch durch Überbauen eben aus dem Spiel genommen. Ja, das ist ja das, was ich schon direkt quasi von Anfang an der Runde oder der 12. Partie vorhatte und aber im Prinzip erst gegen Ende machen konnte. Und damit hatte dann natürlich Dan die Möglichkeit, Geld zu scheffeln, was er in Siegpunkte umwandeln konnte, ohne Ende, was er sonst nicht gehabt hätte. Aber ja, irgendwo bleibt so ein fader Beigeschmack. Es war irgendwo ganz nett, aber durch viel zu lange Pausen zwischendurch mussten wir halt die Regeln dann wieder erarbeiten. Und dann sind es genau die Kleinigkeiten, die dann, wie Georg schon gesagt hat, es fällt unter den Tisch. Dann war das jetzt so rum oder so rum? Und vielleicht auch die Regeln dann an manchen Stellen nicht einwandfrei eindeutig genug. Ja. Also es war so zwei Stellen, wo wir dann auch mal Foren befragen mussten. An einer Stelle haben wir im Nachhinein festgestellt, wir haben es falsch gemacht, weil wenn in der Regel steht Reihe um, dann gehe ich davon aus in Spielerreihenfolge. Und gemeint war das aber tatsächlich an dieser Stelle nicht. Gut, was das haben sie im Forum halt korrigiert, sag ich mal dann. Reihe um ist Reihe um, fertig, das ist nicht. Ja, ich weiß, man weiß ja nicht, wie es auf der englischen Karte stand. Vielleicht war das einfach nur eine unglückliche Übersetzung an der Stelle. Völlig wurscht, was da steht, gilt erstmal. Ja, erstmal. Aber ja, okay, gut. Könnte man uns jetzt noch drüber unterhalten, ob diese Situation tatsächlich so Sinn gemacht hat, wie sie war. Aber ja, ihr merkt, die Ernüchterung ist eigentlich ziemlich groß. Also es ist nicht so, dass wir jetzt das Spiel irgendwo zerreißen würden und sagen, es war ein Scheißspiel. So weit würde ich auf keinen Fall gehen. Es war okay. Wir haben es, 12-mal gespielt. Ich glaube, es gibt wenig Spiele tatsächlich, außer so kleine Spiele, die wir mehr gespielt haben in den letzten 18 Monaten als Charterstone. Vielleicht Pandemie. Ja, würde ich gerade sagen. Pandemie Legacy. Legacy noch, ja. Aber ansonsten, ich finde diesen Ansatz eigentlich ganz gut, dass man eben diese so eine Kampagne spielt, wo sich dann das Spiel verändert, aber hinterher das Spiel nicht kaputt ist. Dieser Ansatz gefällt mir eigentlich. Das ist auch das, was mir jetzt bei Aufstieg der Fenris, bei der Scythe-Erweiterung gut gefällt, dass man eben diese Kampagne spielen kann. Gut, da kann man sie theoretisch auch mehrfach spielen, was man jetzt bei Charterstone nur mit einem Recharge-Pack machen kann. Aber dass eben danach das Spiel noch nutzbar ist. Das würden wir vielleicht mal noch irgendwann ausprobieren, wenn die Ernüchterung abgeklungen ist und vielleicht die Vorfreude dann doch wieder da. Ja gut, aber wenn du für deinen Charter nicht die richtigen Ausbaukarten kriegst, die richtigen Boxen aufmachst, dann hast du auch mit dem Ausgang nach der ersten Partie eigentlich mit dem Ausgang nichts mehr zu tun. Es ging jetzt gerade um das Spiel danach, was ich sag jetzt mal... Das Spiel danach kann man ja immer... Das ist ja die Frage. Das denke ich auch, das kann man dann wieder mal spielen, das ist ja das vielleicht...
ist die Frage, wie groß da die Lust ist, ob man es in einer kleineren Runde mal ausprobiert. Jochen ist da ganz scharf drauf, das unbedingt mal auszuprobieren. Der hätte es am liebsten auch am Montag direkt gemacht, während wir dann gesagt haben, nee, wir wollen noch was anderes spielen. Ja, ihr merkt, irgendwie werden wir nicht so richtig warm mit. Wir haben uns da aber eigentlich richtig drauf gefreut, kann man so sagen. Ja, klar. Eigentlich war die Vorfreude da. Und die wurde nur zum Teil erfüllt oder zum Teil ein bisschen gedrückt. Also zum Schluss war schon die Vorfreude auch auf das Ende da. Also das kann man auch sagen. Ja. Also es ist, Vorfreude ist quasi geblieben. Ja. Super. Ja. Was will man dazu sagen? Ich glaube, wir brechen an der Stelle tatsächlich ab. Weil wenn ihr da was zu sagen wollt, genau, Schreibt das unten in die Kommentare. Ja. Wenn ihr das Video gut fandet, macht einfach einen Daumen hoch. Und ja, wir haben es jetzt ja bewusst spoilerfrei gehalten. Ja. Wenn ihr jetzt dran bleibt, dann werdet ihr definitiv gespoilert, weil dann kommen jetzt Einblendungen. Es macht auch wenig Sinn, wenn wir jetzt darüber tatsächlich nochmal ausführlich diskutieren. Okay. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare, lasst es uns wissen. Ich weiß, es gibt eigentlich relativ wenig dazu tatsächlich im Netz zu Charterstone. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen untergegangen. Vielleicht habe auch von vielen gelesen, sie haben es abgebrochen tatsächlich. Ging es euch vielleicht auch so? Lasst es uns mal wissen, habt ihr es schon durchgespielt? Was hält euch ab? Oder warum habt ihr aufgehört? Was waren da die Beweggründe? Wäre interessant zu wissen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, erstmal tschüss. Vorerst. Tschüss. Und jetzt Spoiler-Alarm. Abschalten oder spoilern. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt kommt der Spoiler-Part.